Also wenn man jetzt an einen Janosch Winkler denkt oder wenn man an den Uli Strunz denkt, das sind schon Menschen, von denen ich ganz, ganz viel lese, höre und deren Art, Medizin zu denken, mich sehr, sehr beeindruckt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcasts. Im Business Talk Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Praxisführung und Entwicklung. Im Business Talk Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis und wir zeigen auf, wie das Thema eigene Praxis individuell und zukunftsträchtig funktioniert. Das tun wir mit Interviews, Solo-Folgen und Reportagen und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Ich bin für dich da, um dich Schritt für Schritt deinen Zielen näher zu bringen. Mach's dir bequem und nimm dir Zeit herauszufinden, wie ich dich unterstützen kann. Das sagt der heutige Interviewgast Charlotte Wagner. Sie ist 22 Jahre alt, Medizinstudentin im vierten Studienjahr. Und jetzt ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Business Talk Podcast. Ja, heute habe ich mal wieder eine junge Dame zu Gast, die ja vielleicht Vorreiterin ist in vielen Bereichen. Sie ist auf dem Weg zu einem ja, sehr interessanten Thema, was sie begleitet. Sie kümmert sich um das Thema Ernährung, Gesundheit, Bewegung und ihr ist es ganz besonders wichtig, das Leben auf die nächste Stufe zu bringen. Und dazu hat sie auch einen Podcast gemacht, nämlich den Level Up Living Podcast, den ihr hören wollt, den ich euch natürlich in den Shownotes versinke. Ich werde sie im Podcast interviewen und werde sie so ein bisschen in einem Atemzug nennen mit Professor Dr. Ulrich Strunz und Professor Dr. Janosch Winkler, weil es auch ihr wie den beiden dafür darum geht, immer wieder nachzumessen und das Blut die Blutuntersuchung mit in den Vordergrund zu stellen, wenn es darum geht, wie kann ich denn einen Menschen dabei unterstützen, sein Immunsystem zu verbessern. Sie erzählt uns allerdings auch, wie sie diesen Weg geht und dass es nicht immer einfach ist. Und es ist ein sehr, sehr spannendes Interview, zumal Charlotte auch eine sehr, sehr lebensfrohe junge Frau ist mit sehr, sehr viel Dynamik. Und ich glaube, wir werden auch in Zukunft von ihr noch viel hören. Und deshalb habe ich mich sehr gefreut, dass sie der Einladung hier in den Business Talk Podcast gefolgt ist. Ich möchte sie aber noch einmal offiziell vorstellen. Ich habe ja schon gesagt, sie ist Medizinstudentin im vierten Studiengang und war bis zu ihrem 17. Lebensjahr sogar Leistungssportlerin in der Leichtathletik. In dieser Zeit entwickelte sie eine große Begeisterung für die körperlichen Prozesse und nach einer Verletzung fand sie dann erstmal den Weg in die Welt der Medizin. Sie ist gleichzeitig Ernährungsberaterin, Lifecoach sowie Podcasterin in diesem gerade schon beschriebenen Podcast Level Up Living. Und außerdem ist sie Gründerin eines Startups, Shami GmbH. Und darüber wird sie uns gleich noch einiges Interessantes berichten. Freut euch drauf auf den neuen Business Talk Podcast mit Charlotte Wagner und wir hören uns gleich wieder. Ja, herzlich willkommen zurück im Business Talk Podcast. Heute habe ich ja gerade schon vorgestellt, spreche ich mit Charlotte Wagner. Charlotte, herzlich willkommen zunächst mal im Business Talk Podcast. Herzlich willkommen, lieber Olli. Ich freue mich sehr, dass ich hier heute sein kann. Ja, wir starten einfach mal in die in den Podcast mit der Einstiegsfrage, wer du bist und was du machst, mit eigenen Worten. Oh ja, sehr gerne. Also ich bin die Charlotte Wagner, hast du gerade schon richtig vorgestellt. Ich bin Medizinstudentin und bin jetzt gerade im vierten Studienjahr, bin nebenbei Ernährungsberaterin und habe eigentlich auch eine Ausbildung zum Life-Coach, bezeichne mich aber eigentlich nicht gerne so, weil ich finde, dass das so ein bisschen was Anmaßendes hat, Leuten zu erzählen, so und so solltest du dein Leben leben. Aber theoretisch bin ich da ganz viel aktiv im Coaching. Dann bin ich selbst passionierte Sportlerin, komme eigentlich aus dem Leistungssport, aus der Leichtathletik und habe auch irgendwie darüber meinen Weg in die Medizin gefunden. Und tatsächlich bin ich auch seit kurzem selbst Gründerin und auch Podcasterin. Genau, das ist sehr, sehr vielseitig. Wieder einer der Gründe, warum ich dich auch in diesen Podcast eingeladen habe. Du bist wirklich sehr, sehr vielseitig und du bist vor allen Dingen eine junge Frau und Medizinerin, die vielleicht auch so in der Zukunft schon mal einen neuen Weg gehen will, die aber schon im Studium ja damit anfängt, also während der Ausbildung sich zu orientieren, nicht den klassischen Weg zu gehen, ohne das zu bewerten, dass das schlecht ist, dass man nur den klassischen Weg geht. Sag doch mal ein bisschen, wie bist du dazu gekommen? Was hat dich dazu veranlasst zu sagen, ich studiere Medizin? Habe ich gerade so ein bisschen schon angerissen. Ist eine gute Frage. Ich versuche auch für mich selber immer den Zeitpunkt zu finden und ich glaube, den gab es eigentlich so gar nicht richtig.
Ich bin auf jeden Fall über den Leistungssport, den ich betrieben habe, bis ich 17 war, ziemlich ambitioniert, bin ich zum Thema Körper gekommen und wie das alles funktioniert, Leistung und die biochemischen Prozesse. Und das hat mich einfach unfassbar fasziniert. Also ich weiß noch, dass ich mit dem Gedanken der Leistungsoptimierung eigentlich ursprünglich daran gegangen bin. Ich hatte dann mal einen niedrigen Vitamin-D-Wert, dann hat ein amerikanischer Trainer gesagt, okay, der muss hoch sein, dann bist du schneller. Und dann dachte ich mit 15 oder 16, okay, warum? Hat mich da eingelesen und hatte da immer schon eine riesige Freude dran zu verstehen, wie der Körper funktioniert und wie ich Einfluss nehmen kann auf eine positive Art und Weise, um ihn zu unterstützen, was die Regeneration angeht oder um die Leistung zu fördern, was natürlich nicht nur Leistungssport angeht, sondern natürlich auch in der Schule nebenbei, wo ich dann mein gutes Abi fürs Medizinstudium haben wollte, ging es natürlich dann auch darum, einfach den Körper zu unterstützen. Und das hat mir immer riesig Spaß gemacht. Und dann weiß ich noch, dass ich selbst auch mal verletzt war. Das dauert ja dann im Leistungssport auch nie so lange, bis die eigene erste Verletzung dann auch da ist. Und dass ich dann ganz viel mit Sportärzten im Kontakt war. Und dass ich ganz, ganz lange Zeit das Gefühl hatte, keiner kann mir so richtig helfen. Also, dass da ganz viel einfach als Aussage kam, du musst jetzt Pause machen, einen Monat, zwei, drei, vier. Oder da kann man jetzt nichts machen. Wir können da mal Cortison reinspritzen. Und ganz, ganz schnell habe ich gemerkt, dass das Repertoire der Sportärzte zu Ende ist, wo ich im Internet mehr zu finde und wo ich dann so ein bisschen angefangen habe, mein eigener Arzt zu sein und gemerkt habe, dass mir das super Spaß macht. Genau. Und dann war die Schule so nahe dem Ende und dann habe ich gedacht, da muss ich hin, in die Medizin. Also es gab jetzt keine Vorprägung von Eltern, Großeltern, Oma, Opa, irgendjemand, der gesagt hat oder der dich inspiriert hat, zu sagen, guck dir das mal tiefer an. Das war wirklich eine eigene intrinsische Motivation und natürlich die Auseinandersetzung auch mit dir, mit deinem Sport, mit dem eigenen Körper und so weiter. Das ist spannend. Das ist ja nicht immer so. Darf ich fragen, sind deine Eltern denn irgendwie unternehmerisch geprägt? Also erstmal genau, du hast recht, keiner aus meiner Familie kommt irgendwie aus einem medizinischen Bereich, keiner hat auch irgendwie studiert. Mein Papa, ja, der ist unternehmerisch geprägt, allerdings in einem ganz, ganz anderen Bereich, und zwar ist das Zinkdruckguss, also wirklich ganz woanders. Und ich wusste schon immer tatsächlich, nee, das werde ich nachher nicht übernehmen, da werde ich nicht reingehen. Ich wollte schon immer was mit Menschen machen, ich wollte auch ganz, ganz lange Zeit Lehrerin werden, das war für mich eigentlich felsenfest, dass ich irgendwann mit Menschen arbeite, mit Kindern arbeite, weil doch so der Gedanke immer da war, dass ich unbedingt was machen möchte, wo ich später einen positiven Einfluss im Leben von jemandem hinterlassen habe. Das hat mich irgendwie immer total begeistert. Ja, und aus der Lehrerin wurde dann irgendwie die Ärztin. Und dieser Gedanke jetzt neben dem Studium noch andere Dinge zu tun, ist das auch etwas, was aus dir gekommen ist? Oder bist du da inspiriert worden, vielleicht nicht unmittelbar aus dem direkten Umfeld oder vielleicht aus anderen Bereichen, wo du dir was abgeschaut hast? Also gab es Vorbilder? Auf jeden Fall. Also es gibt auf jeden Fall schon Ärzte, von denen ich die Medizin einfach ganz, ganz toll finde. Also wenn man jetzt an einen Janosch Winkler denkt oder wenn man an den Uli Strunz denkt, das sind schon Menschen, von denen ich ganz, ganz viel lese, höre und deren Art, Medizin zu denken, mich sehr, sehr beeindruckt und auch, glaube ich, sehr prägt, wenn man sich 24/7 immer mal wieder damit beschäftigt. Und irgendwann kam bei mir dann der Punkt, da habe ich, glaube ich, 2 Jahre schon studiert, wo ich gesagt habe, okay, du weißt jetzt schon eigentlich super, super viel. Und trotzdem, wenn man dann mit Ärzten so gesprochen hatte, war dieses Wissen irgendwie gar nicht mehr da. Also am Anfang im Studium, da lernt man ganz viel Biochemie, Stoffwechselwege, wie wird zum Beispiel ein Kohlenhydrat verstoffwechselt oder ein Fett und was ist wichtig mit Omega-3-Fettsäuren. Das wird dann kurz erwähnt und dann wird es irgendwie wieder vergessen. Und in den Formulaturen, die man bis dahin ja auch schon monatelang absolviert hat, habe ich dann ganz oft gemerkt, dass dieses Wissen gar nicht so richtig zur Anwendung kommt, obwohl ich das so kraftvoll und so stark fand und ja auch aus meiner eigenen Geschichte wusste, was man damit schon machen kann und erreichen kann und auch an Gesundheit und Leistungsfähigkeit, an Potenzial, Lebensqualität einfach bringen kann. Und dann dachte ich, okay, das musst du irgendwie anwenden, du musst dann irgendwie schon jetzt damit helfen. Und dann bin ich in die Ernährungsberatung gegangen. Und ja, das war, glaube ich, schon was inspiriert war von dieser Art der Mediziner, die ich gerade genannt habe, weil der Gedanke, mit Ernährung zu heilen, was da schon für mich zugänglich war von diesem Zeitpunkt aus mit dieser Ausbildung und mit meinem Wissen und den Wert fand ich einfach enorm. So. Und ja, das war schon dann ja, schön, sehr, sehr schön, sich inspirieren zu lassen, also gerade von diesen beiden
Ulrich Strunz ist ja mehr so meine Generation, also hat schon vor, ich glaube, 20, 25, 30 Jahren Bücher geschrieben zum Thema Ernährung, zum Thema Laufen, zum Thema Herz-Kreislauf, also wie sich das alles sehr positiv auf den Bewegungsapparat, auf das Immunsystem auswirkt, hat dann angefangen mit Bluttesten, hat sehr, sehr viele Bücher, ausführliche Bücher gerade zu diesem Thema geschrieben. Und im Grunde ist ja der Janosch Winkler so ein bisschen sein Nachfolger. Ne? Also Nachfolger, nicht, Strunz ist ja noch da, aber was so diesen Fitnessbereich, diesen wirklichen tiefen Einblick in die Blutwerte angeht. Also er sagt ja selber immer, nicht einfach etwas tun, sondern testen, dann Dinge ergänzen, dann wieder testen, dann wieder ergänzen, dann wieder was verändern, dann wieder testen. Also nur darüber bekommt man eben langfristig das Immunsystem so hin oder auch als Sportler eben und jetzt gerade zu dieser besonderen Zeit, in der wir uns ja immer noch, ich weiß gar nicht, wie lange ich das noch sagen werde hier in dem Podcast, dass wir in einer besonderen Zeit sind und wir uns immer weiter mit diesem Immunsystem beziehungsweise mit diesem Virus beschäftigen werden. Aber das sind natürlich zwei wirkliche Galionsfiguren, gerade für dieses Thema und natürlich auch nicht immer unumstritten, das muss man auch sagen. Ne? Also gerade in der Wissenschaft kommt ja sehr viel zusammen. Du hast dich ja sehr aktiv für diesen Weg entschieden. Und ist das was, wo du sagst, das gehört auch in die Medizin, das ist ein bisschen ganzheitlicher, das müssen wir von der anderen Seite betrachten? Auf jeden Fall, also gar keine Frage. Für mich ist das eher schon immer so gewesen, dass ich, wie gesagt, mit dieser Erfahrung an die Medizin rangetreten bin und ich habe das wirklich de facto gar nicht verstanden, warum wir dieses Wissen einfach gar nicht weiter anwenden. Und dann kamen natürlich auch diese ganzen Pharmakologiestunden und da lernt man ganz, ganz viel über Medizin und über verschiedene Medikamente, verschiedene Dosen und ja, irgendwelche Pillen, die man reintun kann. Und für mich war irgendwie immer so ein bisschen die Frage, warum lassen wir die Leute denn krank werden? Warum lernen wir denn, wie wir die Krankheit dann irgendwie verwalten? Warum fördern wir nicht direkt die Gesundheit? Das war für mich irgendwie schon immer so ein bisschen der logischere Schritt. Und wenn man an den Menschen denkt, an den Patienten denkt, und ich glaube, dass ich da vielleicht auch so ein bisschen einen Vorteil habe, weil ich halt eben nicht aus diesem medizinisch geprägten Background jetzt von meiner Familie her komme, dann war das für mich immer klar, der Patient möchte doch gesund sein, der möchte doch Lebensqualität haben. Und von daher, Ernährung, Bewegung und auch das Mindset sind meiner Meinung nach Kernsäulen der Gesundheit, die natürlich auch in einem Gesundheitssystem deswegen irgendwie aufkommen sollten. Bist du denn mit diesem Thema, also jetzt nur in deiner Generation, insbesondere in Kontakt gekommen oder was sagen denn andere Medizinerinnen, ich sage jetzt mal etablierte dazu, die vielleicht seit langer Zeit eine Medizin machen, die ja ein bisschen anders aufgebaut ist, die vielleicht, also ohne Vorwurf auch, also denn das Studium geht ja nicht in diese Richtung. Also du hast selber mir mal in einem persönlichen Gespräch gesagt, dass das in dem Studium ja viel, viel zu kurz kommt. Also wie viele andere Themen eben auch. Aber gerade das Thema Ernährung ist ja etwas, was jetzt kein Schwerpunktthema ist. Da muss man sich als Medizinerin und Mediziner oder als Arzt später ja dann auch selbst drum kümmern, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da auch oft mit angeeckt. Das kann ich auch ganz, ganz ehrlich sagen. Ich habe schon eine Praxisformulatur gemacht, wo ich mich mit dem Arzt dann irgendwann richtig in die Wolle bekommen habe. Man sagt ja in der ersten Zeit dann auch erstmal nichts. Man ist ja so ein bisschen so die kleine Charlotte, die da irgendwie in der Praxis ist. Und es ging darum, dass der Arzt ganz, ganz viele Patienten mit chronischen entzündlichen Erkrankungen hatte. Also er hatte ganz, ganz viele Colitis ulcerosa Patienten zum Beispiel, wo also der Darm chronisch erkrankt ist. Ja, und natürlich auch noch andere degenerative chronische Gefäßerkrankungen und so weiter. Und ich habe dann irgendwann mal angesprochen, dass ich das verwunderlich finde oder ob das einen bestimmten Grund hat, dass er das Thema Ernährung zum Beispiel gar nicht anspricht oder Bewegung. Und tatsächlich war ich da auch in einer Privatarztpraxis und das hat mich sogar dort einfach sehr, sehr verwundert, weil doch ja dieses Klischee sich sehr hält, dass die Privatpatienten eine viel bessere Versorgung bekommen und da wird dann sowas angesprochen und der Kassenpatient kriegt es gar nicht. Und da war es in der Privatarztpraxis so, dass es trotzdem nicht angesprochen wurde. Ja, und dann wurde mir auch ganz klar gesagt, ja, weil das ja einfach gar nichts bringt. Wir tun hier gerade unser Bestes mit den Medikamenten, dem irgendwie noch ein bisschen zur Lebensqualität zu verhelfen. Da ist sowieso alles kaputt, so nach dem Motto, das kriegen wir nie wieder hin. Und mit einer Ernährung können wir jetzt eigentlich schon mal gar nichts regeln. Und ja, das waren oft Dinge, egal ob das um Herzinfarkt ging, ob das um Übergewicht natürlich ging, was natürlich auch schwierig teilweise ist, für den Arzt anzusprechen, aber trotzdem meiner Meinung nach irgendwo in der Verantwortung liegt, wo ich ja, dann auch wirklich interessiert immer mal nachgefragt habe, wenn der Moment da war und trotzdem kam eine sehr, sehr ablehnende Meinung dazu. Und das hat mich natürlich schon überrascht, aber auch
muss ich ehrlich gestehen, in meinem Weg eher bekräftigt, weil ich dachte, boah, dann machst du das erst recht. Ja, ist spannend. Ne? Das hängt natürlich auch mit deiner Persönlichkeit zusammen. Du hast ja irgendwas in dir, was immer schon da war. Also du kommst ja aus dem Sport, dieses immer ein bisschen besser werden, vielleicht auch mal einen neuen Weg ausprobieren, eigene Dinge umsetzen, nicht immer das machen, was andere machen. Vielleicht ist das ja auch geprägt und vielleicht ist dieser Weg, ich erinnere mich jetzt gerade, wir hatten vorhin ja die beiden, den Ulrich Strunz und den Janosch Winkler, für die ist das ja ähnlich, sind für mich übrigens ähnliche Persönlichkeitsstrukturen, wie das bei dir ist, auch wirklich nach vorne und immer so ein bisschen bunt und also auch sehr, sehr positiv jetzt und auch wirklich mal die Konfrontation suchend oder nicht scheuend, nicht unbedingt suchend, aber nicht scheuend und dann vielleicht auch im Austausch zu sein, aber nicht im negativen Sinne, sondern sehr, sehr positiv, damit etwas vorangeht, damit etwas wächst. Ne? Und wenn ich jetzt schaue, wie du dein Leben sonst gestaltest, also jetzt, wovon ich weiß, du hast ja gerade selber gesagt, also du bist im vierten Jahr Medizinstudium, du bist Life-Coach, du berätst auch andere, wie kann ich mich persönlich entwickeln, wie kann ich mit der Ernährung etwas machen, du arbeitest noch für ein Unternehmen, wo du auch Kurse, Videokurse gibst und so weiter. Und du entwickelst gerade in deinem eigenen Startup oder mit einem eigenen Startup zusätzlich etwas. Ist das vielleicht ein bisschen etwas suchen, wohin sich etwas entwickelt? Und ist es auch nicht schlimm, wenn mal was auf der Strecke bleibt dabei? Auf jeden Fall. Also erstmal vielen Dank für den Vergleich, mich da erstmal mit dem Uli Strunz und dem Janosch Winkler auf eine Ebene zu stellen. Wir können die ja beiden ja mal verlinken, dann lernen wir dich dann mal kennen. Es gibt natürlich auch noch ganz, ganz, ganz viele andere tolle Ärzte auf dem Gebiet. Also von daher werde ich auch denen da, glaube ich, noch gar nicht gerecht, aber ganz, ganz lieb von dir, das einfach so zu analysieren, dass ich da schon auf jeden Fall auf der Suche bin. Ja. Ich glaube, wenn man seinen Bereich gefunden hat im Leben, der einen interessiert, wo Leidenschaft ist und wo man irgendwie morgens aufsteht, man denkt sich so, boah ja, eigentlich cool, jetzt habe ich irgendwie den und den Online-Kurs, das ist gerade gesagt, und jetzt vermitteln wir ein paar Leuten Wissen, das ich wertvoll finde, das ich wichtig finde und vielleicht verbessern wir irgendwie einen bestimmten Zustand, eine Krankheit und bringen einen positiven Einfluss rein, dann ist das ja erstmal ein Bereich, in dem man unterwegs ist. Und die Gesundheit ist natürlich riesen, riesengroß. Ich habe ja gerade schon gesagt, es gibt allein die Ernährung, die einen riesigen Bereich in der Gesundheit darstellt, wo ich jetzt schon so ein bisschen reingedeift bin. Aber genauso gibt es noch Mindset-Themen, wo ich selbst auch mich als Laie teilweise bezeichnen würde, weil auch ich bin mal irgendwie schlecht drauf und denke so, boah, nee, jetzt habe ich auf das alles hier gar keine Lust, bist du vielleicht falsch. Und auch da gibt es ganz, ganz viel, was man dann noch mit Mindset-Arbeit und Gesundheit machen kann, wo ich mich noch am Anfang meiner Reise bezeichnen würde. Und genauso ist es bei Bewegung. Klar, ich kenne ganz, ganz viel Leistungssportprozesse und kann den Körper auch maximal pushen, trainieren und weiß, wie ich da die Systeme der Superkompensation nutze und so weiter. Aber es gibt ja auch noch andere Arten der Bewegung. Ne? Also wenn wir jetzt an Yoga denken oder an Stretching, Mobility, das ist wieder eine ganz andere Schiene, die für manche Patienten unfassbar viel Gesundheit bedeuten kann, Lebensqualität bedeuten kann, wo ich auch gar nicht drin bin. Und von daher ist es definitiv eine Suche. Aber das genießt man, glaube ich, wenn man im richtigen Bereich ist. Also wenn man im richtigen Metier unterwegs ist, dann ja, ist man auch einfach happy, wenn mal was Interessantes um die Ecke kommt. Und dann nimmt man das gerne mit. Und andere Sachen lässt man halt fallen. Und dann sucht man sich so seine Themen, die einen da wirklich begeistern. Ja, sehr schön. Mir ist gerade eingefallen, als du diese ganze Situation beschrieben hast, wie unterschiedlich die Menschen sind und wie unterschiedlich dann auch die die Medizin sein müsste, damit wir jedem Einzelnen gerecht werden. Das heißt ja auch, wir müssen die, also verstehe ich das zumindest, die Medizin ein bisschen individueller machen und eben auch noch breiter aufstellen. Denn du hast es gerade gesagt, für den einen ist das Thema Leistungssport entscheidend, weil er sich verbessern will. Für den nächsten ist das Thema Mobilisation wichtig. Für den anderen wiederum ist das Thema Kraft wichtig und so weiter und so weiter. Glaubst du, dass der Arzt in Zukunft, die Ärztin, da auch eine andere Rolle einnehmen muss? Also ich sage bewusst muss, weil ja so ein bisschen die Vorgabe auch immer wichtig ist. Also viele Menschen wollen ja geführt werden, gerade in der Medizin, und gerade Patienten wollen das, vertrauen natürlich auch denjenigen, die sich durch ein Studium, durch Ausbildung darauf vorbereitet haben. Also ist es wichtig, dass der Arzt diese Rolle einnimmt und dann den Patienten auch führt und individuell führt? Also ich glaube, erstmal ist es wichtig, dass der Arzt das auf dem Schirm hat, dass der Arzt sich darüber bewusst ist, dass es all diese Bereiche gibt und dass diese Bereiche genauso wichtig sind für die Gesundheit und Lebensqualität eines Patienten wie ein Medikament oder wie eine Operation. Und dann würde ich sagen, aus meiner Erfahrung, dass
es vom Arzt nicht möglich ist zu verlangen, dass er all diese Bereiche kennt und sich da auskennt und Experte ist und sich da durchfuchst und den Patienten führt. Ich würde mir vielmehr wünschen, dass der Arzt in der Zukunft besser vernetzt ist, dass der also seine Experten an der Hand hat, seinen Ernährungsberater, seinen Physiotherapeut, seinen Mindset-Coach oder, und sich einfach über die Relevanz dieser Bereiche für seinen Patienten bewusst ist und den Patienten dann vermitteln kann, um ihn eben allumfassend zu betreuen. Und das wäre mein Wunsch, weil ja, leider geht das nicht, dass eine Person das alles abdeckt. Da brauchen wir Spezialisten und die in seinem Netzwerk zu haben als Arzt. Das ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr guter Weg in der Zukunft. Aber das wäre ja auch etwas, wo der Arzt sich dran gewöhnen muss, okay, ich kann ja gar nicht alles. Und ich möchte, also ich in dem Moment eben nicht zu sagen, okay, ich weiß etwas über Ernährung, obwohl ich das gar nicht tue und gebe dann eine Empfehlung, die vielleicht gar nicht dem entspricht, was dem Patienten wirklich gut tut, sondern ich beschreibe es einfach so, ich bügel das ab und sage, essen Sie mal ein bisschen weniger von dem, dann trinken Sie mal nur, machen Sie mal nur das. Also viele gestehen sich das ja nicht zu, das erlebe ich ja immer wieder. Und ich finde das sehr, sehr schön, dass du sagst, bau dir doch ein Netzwerk auf, in dem du deine Experten hast, in die du verweisen kannst. Also ist das die Zukunft, wo ich tatsächlich sagen kann, ich bin kritisch und mir auch selbst gegenüber, aber auch anderen gegenüber, aber suche mir eben mein Netzwerk, mit dem ich gut zusammenarbeite, also der Arzt als Coach? Auf jeden Fall, keiner weiß alles. Also kein Arzt weiß über alles Bescheid. Und wir haben das gerade schon beleuchtet, wie vielschichtig, wie individuell man jeden Patienten betrachten muss. Und es ist meiner Meinung nach einfach absolut nicht möglich und sollte auch nicht die Qualität eines Arztes ausmachen, all diese Bereiche abzudecken. Also vielmehr stelle ich mir das einfach vor, dass der Arzt den Patienten sich anschaut und eine Anamnese richtig gut durchführt, eine Bestandsaufnahme mit dem Patienten durchführt und eruiert, okay, was braucht mein Patient, was könnte dem gut tun? Und das versuche ich ihm dann zu geben. Und wenn ich an einer Stelle selber nicht weiterkomme, genau, sich einfach einzustehen, hier bin ich vielleicht nicht mehr auf dem aktuellsten Stand, hier bin ich vielleicht nicht der Experte und dann leite ich weiter. Das wäre wirklich toll. Und tatsächlich ist es so, dass ich diese Entwicklung aber auch immer mehr beobachte. Also einerseits von den Patienten her, die Patienten sind sich auch mittlerweile immer sicher, okay, der Arzt, was der sagt, könnte ja vielleicht nicht stimmen. Der könnte ja vielleicht nicht so viel wissen wie Google. Also das ist eine Entwicklung, die da gerade stattfindet und die, glaube ich, den Arzt auch zwangsläufig damit konfrontiert, dass er gewisse Dinge nicht wissen kann oder nicht weiß. Und ja, bei den Ärzten aber, glaube ich, genauso. Man merkt immer mehr, wie die Medizin einfach sehr, sehr, sehr tiefschichtig wird und vielschichtig und tiefgründig wird. Und dass ja die jungen Medizinstudenten teilweise sich da schon bewusst sind, darüber hätte ich gerne mehr gelernt. Schade, dass ich da jetzt gar nicht drüber weiß, wenn ich in die Praxis gehe und so weiter. Von daher bin ich da optimistisch. Bedeutet das vielleicht auch, wir müssen uns in der Medizin neue Wege suchen, wie wir Patienten erreichen, also damit vielleicht auch der Informationsfluss besser wird? Welche Rolle spielt zum Beispiel da das Thema der Digitalisierung, also digitale Prozesse, Nutzung von Smartphones, Nutzung von Wearables, Nutzung von diesen ganzen Themen, die sich um das Thema Medizin ranken, also gar nicht jetzt weit in die Zukunft geguckt, jetzt ohne dieses Thema künstliche Intelligenz, dass das alles schon da ist, aber uns ja noch nicht so richtig geläufig ist, sage ich mal, weil wir immer noch denken, was ist denn das überhaupt und wir uns auch keine Vorstellung von machen können, aber einfache Dinge, die heute schon da sind, der wir uns bedienen können und die vielleicht, ich sage jetzt mal gerade Testergebnisse auszutauschen, indem man nicht immer hinfahren muss, sondern indem man Dinge nutzt, zum Thema Monitoring zum Beispiel, die ja heute schon da sind. Glaubst du, dass das eine gute Ergänzung ist, jetzt aus Sicht einer wirklich jungen Medizinerin? Bedingt. Also ich bin immer ein großer Freund davon, wenn man Dinge monitort, wenn man Dinge misst, wenn sie dann eine therapeutische Konsequenz haben. Man kann natürlich jetzt auch einen 12-Jährigen nehmen und den total verkabeln und eine Smartwatch dranhängen und irgendwie total durchanalysieren. Wenn der aber quiekgesund ist und wenn sich daraus keine Konsequenz im ärztlichen Handeln ergibt, dann ist das natürlich so ein bisschen Mumpitz. Genauso wie das so ein bisschen sinnlos wäre bei einem alten Menschen wie meinem Opa, der sich sowieso nicht von Ärzten helfen lassen möchte. Da muss man dann auch nicht anfangen. Aber in der Theorie, klar, alles, was wir auch heutzutage in Deutschland an neuen Innovationen haben, was dem Patient dienlich ist, wäre natürlich wünschenswert, auch am Patienten anzuwenden. Da ist aber so ein Ding, dass sich da generell, vielleicht kannst du auch noch was zu sagen, in Deutschland so eine gewisse Innovationsfeindlichkeit beobachte, die vielleicht gar nicht mal gegen die Innovation an sich geht, sondern wo vielleicht das Patientenwohl und unsere Gesetzeslage so ein bisschen in einem Konflikt miteinander stehen,
den es vielleicht lange Zeit nicht gegeben hat. Und das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant, sich da in der nächsten Zeit mit auseinanderzusetzen und zu schauen, wohin sich das entwickelt. Denn wenn man jetzt so Schlagwörter wie digitale Patientenakte oder sowas nennt, gibt es ja ganz, 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 ganz viele Punkte, wo der Patient an dieser Stelle davon profitiert. Und gleichzeitig gibt es dann ja so verwaltungstechnische, gesetzliche Gründe, die dem Ganzen im Wege stehen. Amerika oder Frankreich sind da teilweise dann so ein bisschen skrupelloser, teilweise zum Wohle des Patienten. Ich bin auch niemand, der da jetzt einfach alles freigibt. Aber wenn sich da eine Konsequenz ergibt, die für den Patienten vorteilhaft ist, und davon bin ich überzeugt, dass viele Innovationen das auf jeden Fall können, dann wäre es natürlich wünschenswert, das mit der richtigen Grundlage umzusetzen. Ja, also ich gebe dir absolut recht. Da haben wir in Deutschland noch viele andere Themen vor uns. Also dass wir sind ja ein Land der nicht nur Dichter und Denker, sondern auch insbesondere der Ingenieure und der, ich würde mal anschließen, ohne das jetzt in einem Atemzug nennen zu wollen, der Reichsbedenkenträger, dass wir viele Dinge einfach zu sehr hinterfragen und immer wieder nochmal den nächsten Schritt der nicht nur der Wirksamkeit haben wollen, was ja vielleicht noch okay ist, sondern auch gerade das Thema Datenschutz oder Patientensicherheit wird so hochgeschrieben, dass das vieles verhindern kann im Moment. Und Ethik spielt natürlich eine sehr, sehr große Rolle bei Daten und auch Ethik in der Medizin eine sehr, sehr große Rolle. Trotzdem ist das natürlich etwas, ich habe jetzt gerade noch den Satz im Kopf, den du gerade gesagt hast, mein Opa würde das sowieso nicht machen, weil der geht sowieso nicht zum Arzt. Da muss sich ja auch etwas ändern, also auch im Mindset von Patienten. Ja, was kann ich denn auch im Alter tun, damit es mir vielleicht besser geht? Und wie kann ich das Thema Patient Empowerment, also wie können wir den Patienten helfen, selber gesundheitliche Entscheidungen mittragen zu können und ihn dazu zu befähigen, eben Dinge zu verstehen und auch umzusetzen. Also wenn ich mich vielleicht fühle, dass ich durchaus in der Lage bin, selber zu bestimmen, was mir gut tut und nicht, weil ich auf meinen Körper hören kann, weil ich das vielleicht auch gelernt habe, weil ich seit 30 Jahren auch im Sport unterwegs bin. Was kann ich, was tut mir gut? Das hat man ja nie gelernt oder viele haben das nicht gelernt und viele vertrauen dann eben dem Mediziner, dem man seit 30 Jahren vertraut, was richtig und gut ist, weil ich glaube, eine Bezugsperson braucht man. Ich habe vorhin von Führung gesprochen. Aber gerade in der digitalen Medizin werden sich viele Dinge ändern. Also es ist eben wächst eine Generation ran. Deshalb finde ich das sehr spannend, dass du sehr differenziert schon mit dem Thema umgehst. Es ist nicht immer gut, alles zu digitalisieren und einen 12-Jährigen, der gar keine Beschwerden hat oder der gar nicht die Notwendigkeit, sich zu verkabeln, nur um Daten zu gewinnen. Das ist ja vielleicht auch richtig. Aber es gibt ja auch die andere Seite, wo eben der Patient, wenn er von sich aus diese Themen möchte, du hast auch von dem Leistungssportler gesprochen, Leistungsoptimierung, also da könnte man ja auch sagen, das Thema Bodyhacking oder Biohacking spielt auch eine große, große Rolle, wie optimiere ich meinen Körper noch mehr und was kann ich noch rausholen. Also da sind so viele Faktoren, die da gerade im Moment eine Rolle spielen, die das ganze Thema sehr, sehr spannend machen. Und in dem Zusammenhang würde ich ganz gerne mal auf das Startup kommen, was du mitgegründet hast. Erzähl doch mal ein bisschen was darüber. Was habt ihr da gemacht? Weil das ist ja auch wieder ein Weg dahin, der sehr speziell eine gewisse Zielgruppe auch anspricht. Ja, sehr gerne. Also das Stichwort Biohacking, das du gerade genannt hast, das trifft es jetzt eigentlich schon ganz gut. Ich sage eigentlich nicht so gerne Biohacking, weil das hört sich so an, als würde man irgendwie dem Körper so einen Weg finden, wie man den austrickst und dann irgendwie vielleicht sogar auch so ein bisschen negativ behaftet beeinflussen und irgendwie zu dem letzten Fünkchen Leistung dann pushen. Also von daher mag ich auch immer den Begriff, den Körper zu unterstützen, so Bio-Support, ein bisschen lieber. Und genau das ist auch das, was wir mit dem Startup gerade machen oder versuchen durchzusetzen. Und zwar geht es bei unserem Startup konkret darum, dass uns aufgefallen ist, nachdem wir auf einer Afrika-Reise waren, dann wieder in Deutschland, ich gehe einfach am besten erstmal auf den deutschen Aspekt erstmal wieder ein, dass Frauen auf den verschiedensten Kontinenten der Erde teilweise sehr darunter noch leiden, ihre Periode zu haben. Also zu menstruieren, einfach Frauen zu sein, die einmal im Monat ihre Tage haben. Und dass das in Teilen wie Afrika eine massive gesundheitliche Benachteiligung bedeuten kann, weil zum Beispiel Infektionskrankheiten entstehen, dadurch, dass keine Periodenprodukte da sind, weil so ein bisschen so ein Stigma für so einen natürlichen Prozess eigentlich noch da ist, weswegen auch Frauen von der Gesellschaft ausgeschlossen werden teilweise. Aber genauso in Deutschland Frauen eben auch ganz, ganz wenig nur über diesen Prozess ihres Körpers wissen. Also wir wissen so, ja okay, irgendwann kriegt man irgendwie seine Tage und dann heißt es irgendwie so, okay, die kommen jetzt einmal im Monat und dann hört es ja schon auf.
Und dabei ist die Menstruation ja eine Phase des Körpers und dass wir irgendwie noch drei andere haben und was da passiert, das ist ja alles Wissen, das die durchschnittliche Frau vielleicht gar nicht hat, bis sie vielleicht irgendwie mal schwanger werden möchte und eventuell auch dann nicht. Und all diese Phasen sind anders als bei Männern eben zyklisch und erfordern verschiedene Stoffe. Da passieren verschiedene Dinge im Körper, biochemischerweise. Man kann sich das jetzt vorstellen, wir haben dann unsere Periode. Das bedeutet, dass zum Beispiel Prostaglandine, also Schmerzbotenstoffe, in der Gebärmutterschleimhaut vermehrt produziert werden und dann führt das zu Krämpfen und dann blutet die Gebärmutterschleimhaut ab. Also es ist alles wissenschaftlich schon verstanden, aber ganz, ganz wenig im gesellschaftlichen Gespräch und wird auch ganz, ganz wenig nur als ein körperlicher Prozess adressiert, sondern es ist meistens so ein gesellschaftliches Thema. Und trotzdem gibt es ganz, ganz viele Frauen, die natürlich massiv dann auch unter Krämpfen leiden, unter Stimmungsschwankungen leiden, unter einem Glückshormonentzug sozusagen echt depressiv leiden, Hautprobleme bekommen, Wassereinlagerung und so weiter. Und dieser Missstand ist uns quasi dann aufgefallen. Und da wollten wir dann eine Lösung für bieten, diesen Prozess zu unterstützen, sodass Frauen ein größeres Wohlbefinden vor und während der Periode haben. Und diese Benachteiligung, die manchmal so empfunden wird gegenüber dem Mann, in anderen Teilen der Welt so ein bisschen auch aufzulösen durch eine Spendenorganisation, aber auch die Benachteiligung, die manche Frauen hier in Deutschland fühlen, gegenüber zum Beispiel einem immer leistungsfähigen Arbeitskollegen, diese ein bisschen zu adressieren. Und worauf das Ganze dann hinausgelaufen ist, war ein Vitalstoffkomplex, also eine Art Nahrungsergänzungsmittel, die ganz, ganz viele natürliche Stoffe, Pflanzenextrakte enthält, genauso Vitamine, Mineralien und eben ja viele Phytostoffe. Also ein sehr, sehr natürliches Ding, was die Bedürfnisse der Frau während der Menstruationsphase adressiert. Und auch da sind wir das Ganze sehr, sehr evidenzbasiert angegangen. Also ich liebe Evidenz, wissenschaftliche, ich liebe Untersuchungen und verlasse mich da immer nicht gerne auf das, was irgendeiner gesagt hat. Und das Faszinierende war, dass man da ganz, ganz klar eben sieht, okay, Frauen, die sehr, sehr starke Krämpfe haben vor der Periode, die haben zum Beispiel einen Magnesiummangel und zwar einen massiven. Und wenn wir uns dann überlegen, okay, klar, das macht auch Sinn, weil die Gebärmutter ist ein Muskel, die braucht auch für ihr Ruhepotenzial, für ein Elektrolytgleichgewicht, für eine normale Funktion Magnesium. Und was macht der Sportler, wenn der Krämpfe hat beim Tennis? Dann nimmt er meistens Magnesium und dann werden die Krämpfe besser. Und das so ein bisschen auf die Menstruation anzuwenden und diesen körperlichen Prozess da zu unterstützen, um das Wohlbefinden von Frauen zu fördern oder natürlich auch von allen Menstruierenden zu fördern, das war so ein bisschen unser Ziel. Und bislang gelingt uns das auch sehr gut und macht uns sehr, sehr happy, weil wir da ja mit medizinischem Wissen quasi den Körper wieder unterstützen, was ich einfach mega cool finde, auf natürliche Art. Das heißt, wenn mich das Thema interessiert, kann ich irgendwie mit euch in Kontakt treten? Klar, sehr gerne. Also unsere Website, das ist die www.chami.eu. Ansonsten natürlich bei uns einfach melden und bei Instagram haben wir auch einen Account, das ist mychami und dann einfach mal selber ausprobieren. Okay, das heißt, und dann schließen wir es auch an der Stelle ab. Also wir machen auf jeden Fall natürlich alle Verlinkungen auch zu dir, zu dem Unternehmen jetzt, zu dem Startup, zu deiner Ernährungsseite, zu deinen Profilen in die Shownotes. Das finde ich super spannend, weil es ist ja ein tolles Thema und ich glaube, sich dem zu widmen, macht auf jeden Fall Sinn oder sich das mal anzuschauen, macht Sinn und deshalb die Verlinkung gerne. Gibt es denn ein Produkt dazu schon? Genau. Also gibt es da irgendwas, wo ich jetzt sagen würde, das könnte ich jetzt schon nehmen? Ja, auf jeden Fall. Also das Produkt ist genau dieser Vitalstoffkomplex. Happy Days heißt der. Und den kann man auf jeden Fall auch gerade schon kaufen. Ja, da muss man einfach nur die Website besuchen und wenn man Fragen hat, wie gesagt, einfach mal uns anschreiben oder den Support anschreiben. Und was ganz cool ist, ist, dass auf so einer Website das Ganze auch sehr, sehr transparent erklärt wird. Und zwar das wichtig zu verstehen, warum ist welcher Wirkstoff in welcher Menge drin. Das ist ja auch manchmal in der Ernährungsmittelbranche nicht so gegeben oder auch beim Arzt ist es ja manchmal nicht so transparent, warum nehme ich jetzt das in der und der Dosis. Das heißt, das war uns ganz wichtig und wenn man sich dafür interessiert, kann man auch auf der Website die Studien, das Literaturverzeichnis nochmal nachlesen und sich da so ein bisschen ja, vielleicht reinfuchsen, wenn man mag. Okay, also das ist auf jeden Fall wichtig, finde ich auch super schön, dass da wieder sowas entstanden ist, was anscheinend ja noch nicht am Markt da ist und man einfach, du oder ihr jetzt, du glaubst, du machst es. Nein, genau, ich mache das mit einem Ex-Mediziner zusammen und jetzigen BWLer und wir beide sind die Gründer und klar, holen uns natürlich gerade noch unsere Leute so ins Team.
Entstanden ist das Produkt natürlich auch in Zusammenarbeit mit ganz, ganz vielen Frauenärzten, Experten auf dem Gebiet, Apothekern, Lebensmittelchemikern. Also auch da war uns ganz wichtig, uns nicht hinzustellen, zu sagen, so, wir haben jetzt hier irgendwie die goldene Rezeptur erfunden, sondern sich wirklich umzuschauen bei der Expertise von anderen Menschen in diesem Fachgebiet und sich einfach zu ergänzen. Und genau das wäre auch das, was ich mir eben gewünscht hatte. Von daher umgesetzte Worte. Ja, genau, schön, sehr gut. Jetzt interessiert mich natürlich noch, was hast du denn vor so in der nächsten Zeit? Das sind jetzt viele Projekte, die du so gestartet hast. Du musst dann oder willst natürlich dein Medizinstudium zu Ende bringen. Du hast gesagt, du bist im vierten Jahr. Wenn du fertig bist, wo willst du denn hin? Was hast du vor? Gibt es da schon einen Plan oder sagst du, ich lasse das auf mich zukommen, weil ich habe ja jetzt so ein paar Türen aufgestoßen und die gucke ich mal, wie die sich entwickeln und wo dann mich die Reise hinführt? Also natürlich gibt es einen Grundplan, den sollte man, finde ich, auch immer haben, aber man sollte auch offen sein, wenn man irgendwie am Rande des Weges was Schönes sieht, da auch mal lang zu gehen und sich mal anzugucken, was da denn ist. Und wenn man das dann da schöner findet, dann darf man, finde ich, auch von dem Plan abweichen. Und ja, genauso gehe ich das Ganze eigentlich auch an. Ich möchte auf jeden Fall mein Studium zu Ende bringen und ich habe auch auf jeden Fall noch den Traum von mir als Ärztin, die tatsächlich ein salutogenesisches Medizinmodell lebt und zu den Patienten bringt und Gesundheit fördert. Und das ist auf jeden Fall noch ein ganz, ganz, ganz großes Ziel. All das, was du gerade mit Digital Doctors gesagt hast, mit den neuen Konzepten, das schließe ich da auf jeden Fall auch mit ein. Also ich möchte mich eigentlich nicht so gerne in einer Praxis niederlassen und dann das ganze Gesundheitssystem so weiterfahren, wie es ist. Und denke da schon so ein bisschen auch immer, boah, wie könnte es denn sein? Wie sollte es denn sein? Was geht denn besser? Und bin dann natürlich auch gespannt, was dieser Weg ergibt. Aber ganz genau, natürlich sind auch noch andere Türen da und die möchte ich mir auch nicht zumachen. Ich möchte auch mal schauen, wie entwickelt sich das da mit unserem Startup zum Beispiel oder mit der Ernährungsberatung zum Beispiel. Und ich finde, man kann das Ganze eben auch immer toll ergänzen. Also ich habe das ja am Anfang schon gesagt, das ist alles irgendwo im Gesundheitsbereich, das ist alles irgendwo im Bereich der Gesundheit, Lebensqualität zum Patienten, zu der Patientin oder zum Menschen nach Hause bringen soll. Und von daher erlebe ich das auch einfach als sehr bereichernd, also meine Learnings zu machen. Was funktioniert, was funktioniert nicht, was macht mir Spaß und ja, you'll never know if you never try. Man muss halt ausprobieren und seinen Weg finden. Und ja, von daher bin ich da sehr, sehr offen, aber weiß schon, wo ich hin will. Ja, schön. Wenn du jetzt diese unterschiedlichen Wege so siehst, die du so gegangen bist und jetzt im Augenblick auch gehst und du sagst, ich lege mich noch nicht fest, was ich sehr gut finde. Also gerade im Medizinstudium ergeben sich ja auch viele, viele Möglichkeiten. Das ist ja immer so spannend hier in so einem Podcast, der ja auch eine unternehmerische Ausrichtung zeigen soll. Welche Möglichkeiten habe ich denn? Ist dein Weg ja einer, der absolut in diese Richtung geht? Glaubst du, dass dir diese unterschiedlichen Tätigkeiten, die du jetzt durchführst, auch wirklich weiterhelfen, nicht nur deine Person zu entwickeln, um nicht zu sagen deine Persönlichkeit, sondern eben auch zusätzlich unternehmerische Dinge zu lernen, die dir vielleicht im Studium nicht vermittelt worden sind? Auf jeden Fall. Also gerade im Gründungsprozess hat man das jetzt gemerkt. Du sagst ja auch immer, der Arzt als Unternehmer, das ist er im Endeffekt auch. Und das, was ich jetzt alles brauchte oder das, was wir jetzt alles brauchten, um zu gründen, um wirklich unternehmerische Entscheidungen zu treffen, auch wenn das ganz simple Dinge sind, die lernt man im Studium de facto gar nicht. Und jeder von uns hat Schwächen und kann was nicht oder hat sowas irgendwie noch nie gesehen. Und die Lernkurve bei so einem Gründungsprozess als Unternehmer, sich zu sehen, zu handeln, ist natürlich enorm. Also von daher auch einfach das als Learning mitzunehmen, selbst wenn nichts funktionieren sollte, wo man das zwar nicht aussieht, aber klar, genauso sollte man daran gehen. Einfach so zu lernen, sich als Unternehmer kennenzulernen, war auch für mich echt ein sehr, sehr spannendes Ding. Auch irgendwie eine neue Säule, die da so dazugekommen ist. Und auf jeden Fall, da wird einem im Studium nicht viel beigebracht. Man muss die Erfahrung selber machen. Und das Spannende ist ja auch, dass diese Schwächen, die man hat, dass die einem halt in jedem Bereich des Lebens ja begegnen würden. Das würde mir ja als Arzt begegnen, das würde mir als Privatperson, als Mutter, Schwester, Freundin begegnen in meinem ganzen Leben. Und wenn du dann aber gründest und man ist dann jetzt zu zweit und du kannst zum Beispiel nicht gut auch mal Nein sagen zu Dingen, so wie ich das nicht so gut kann, dann kommt diese Schwäche in your face. Ne? Dann musst du lernen, damit umzugehen, dann musst du da an dir arbeiten oder es klappt halt nicht. Von daher Unternehmertum auch ein riesiges Persönlichkeitsentwicklungsthema, weil man da seine Fehler, seine Schwächen ganz, ganz klar aufgezeigt bekommt und die Möglichkeit bekommt, daran zu arbeiten. Und von daher kann ich es jedem nur empfehlen. Ja.
Gut, es ist, ich glaube, natürlich auch eine Frage von der Persönlichkeitsstruktur grundsätzlich, ob ich mich öffne, ob ich offen bin für viele Dinge. Viele brauchen ja auch tatsächlich eine Vorgabe. Aber auch da haben wir ja schon sehr häufig an dieser Stelle hier im Podcast darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass diese unternehmerischen Themen ins Studium, in die Ausbildung kommen. Und auch da gibt es, finde ich, immer wieder gute Hinweise und Anreize zu, also ob das Universitäten sind, die Projektstudiengänge ins Leben rufen oder wo in ländlichen Regionen Menschen unterstützt werden. Jetzt gibt es ja diese Landarzt-Initiative hier in Nordrhein-Westfalen, wo junge Mediziner und Medizinerinnen tatsächlich schon während des Studiums darauf hingeführt oder dahin geleitet werden, mit einem betriebswirtschaftlichen Hintergrund eben zusätzlich zum ärztlichen Studium auch ein bisschen die Niederlassung vorzubereiten, auch Praktika zu machen oder auch Formulaturen zu machen in den Praxen und die Weiterbildung dann eben auch in Praxen zu machen und nicht in Krankenhäusern und so weiter und so weiter. Also ich glaube, der Weg dahin in die Praxis zunächst mal, um die ambulante Versorgung zu stärken, ist sicherlich wichtig, dass wir diese Dinge fördern, aber natürlich auch, um einfach mehr unternehmerisches Denken mit einzubringen, denn auch was du tust, in all dem, was du machst, dient ja letztendlich immer auch der erweiterten Patientenversorgung. Also das darf man nie vergessen, im medizinischen Hintergrund zum Beispiel ein Start-up zu gründen, was sich mit dem Thema Ergänzung also Nahrungsergänzung in einer bestimmten Situation, in einem menschlichen Zyklus, das stimmt jetzt sogar, was ich sage, mit dem Zyklus noch zu beschäftigen. Auch das hat ja mit einer Versorgung zu tun und damit auch für die Befähigung des Patienten selber diese Entscheidung treffen zu können, ohne wirklich tief in die Medizin einzugreifen und zu meinen, ich kann jetzt alle medizinischen Entscheidungen selber treffen und nutze auch noch Dr. Google, wie du es ja vorhin schon gesagt hast. Ne? Ja, also, ja. Das geht sicherlich genau in diese Richtung. Ja, das ist ein super spannendes Thema und vor allem ein super spannender Lebenslauf bei dir. Und ich hoffe, dass wir noch ganz viel von dir hören. Und das wäre auch so ein bisschen die Frage, die ich dir jetzt noch stellen möchte. Was hören wir denn noch von dir? Was können wir denn noch erwarten von Charlotte Wagner? Also erstmal möchte ich noch ganz, ganz kurz was an die anderen rausgeben, was du gerade gesagt hast. Wir brauchen nämlich definitiv Ärzte als Unternehmer. Das ist mir ganz, ganz wichtig, jetzt hier nochmal zu ermutigen. Ich bin auch ja einfach irgendwie nur ein Mädchen gewesen, das Leistungssport gemacht hat, studiert hat und auf einmal bin ich jetzt irgendwie hier bei dir im Podcast und wenn du dann darüber redest, was ich alles irgendwie mache und mich dann schön irgendwie ja noch darstellst, denke ich auch, boah, wow, das kann aber doch auch jeder andere. Also es können auch die Zuhörer jetzt hier und ich möchte jetzt auch nochmal kurz dazu ermutigen, dass ich kein Übermensch bin, dass ich auch meine Learnings gemacht habe, meine Fehler gemacht habe und trotzdem einfach meine Vision hatte. Und ich glaube, dass deine Hörer ja hier auch zuhören, weil sie begeistert sind für das Fach Medizin. Und wir brauchen einfach Unternehmer in der Medizin. Wir brauchen die Ärzte als Unternehmer, weil das Gesundheitssystem so einfach gerade so ein bisschen vor die Wand fährt. Und von daher brauchen wir jeden Einzelnen hier. Und das wäre erstmal echt das, was mir am wichtigsten ist. Denn ja, was von mir kommt, das ist schwer zu sagen. Ich werde weiter hoffentlich ausprobieren und ganz, ganz, ganz viele Erfahrungen sammeln, mit ganz, ganz vielen interessanten Menschen quatschen wie mit dir und mich da inspirieren lassen und meinen Weg hoffentlich finden in der Medizin. Das wäre echt schade, wenn ich da irgendwie nochmal von abkomme, was ich aber auch tatsächlich ausschließen sollte. Also von daher, ja, vielleicht findet ihr mich irgendwann in der Praxis und ich habe ein cooles Angebot, was über die normale Patientenversorgung hinausreicht. Vielleicht seht ihr mich irgendwo und ich versuche den Patienten mit solchen Dingen wie Nahrungsergänzungsmitteln oder mit Videokursen oder mit Coaches irgendwie ein bisschen zu empowern und zu ermutigen, zu seiner vollen Gesundheit zu kommen. Und ja, was da kommt, möchte ich eigentlich echt noch offen lassen und einfach so ein bisschen inspirieren und Mut machen. Ja, wieder ein tolles Learning. Vielleicht nochmal eine Sache zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich finde das übrigens total wichtig, jemandem anderen mal zu zeigen, was er alles gemacht hat. Und du hast es gerade gesagt, wenn man nur darüber spricht, mal zu wissen, ach, das mache ich selber alles, weil für einen selbst ist es ja oft alles selbstverständlich. Ne? Du stehst auf, du hast deinen Tag, du hast deinen Plan, du, ich sage jetzt mal, du ziehst dein Ding durch, weil das einfach für dich das ist, was du machst. Aber das mal aufgezeigt zu bekommen, von jemand anders mal gesagt zu bekommen, das sind ganz schön viele Dinge, um dann plötzlich auch zu überlegen, wie bin ich denn da hingekommen? Und du hast gerade einen schönen Satz gesagt, indem ich das einfach gemacht habe. Ich mache das eben einfach.
Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Learning, nicht so viel nachzudenken, ist das richtig oder falsch, sondern einfach mal Dinge auszuprobieren und den Mut zu haben, da auch durchaus einen Fehler zu machen. Und was man als junger Mensch schon erreichen kann, das zeigst du, das zeigen natürlich auch viele andere. Und man selber fühlt sich vielleicht nicht besonders, aber es ist für viele besonders, weil eben dann viele Dinge passieren, die einfach passieren, weil man etwas gemacht hat. Ne? Und das wollte ich nochmal sagen, auch wenn, deshalb, ich versuche ja einfach nur hier etwas deutlich zu machen, was sowieso passiert und was sowieso auch da ist. Ne? Und deshalb ist das natürlich so spannend und auch deine Geschichte hier in so einem Podcast zu hören. Ne? Und das vielleicht nochmal als Ergänzung. Ja, wir steigen mal ein zum Schluss in die kurze Frage, kurze Antwortrunde, liebe Charlotte. Okay. Und versuchen mal die letzten vier Fragen, die ich an meinem Podcast zu erstellen, auch von dir beantwortet zu bekommen. Die Zukunft der Medizin, wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht in den nächsten 5 Jahren? Aus meiner Sicht, ich versuche da immer positiv zu denken, das heißt, meine Sicht der Medizin ist eine sehr blumige. Da wird die Medizin eine Medizin sein, die tatsächlich die Gesundheit fördert, die sich tatsächlich fragt, was macht meinen Patienten gesund und sich weniger darauf konzentriert, Krankheit zu verwalten und zu schauen, was macht den krank, wie kann ich die Krankheit irgendwie unterdrücken oder in Schach halten. Und von daher eine gesundheitsorientierte Medizin, die vernetzt ist und die ganzheitlich ist, so wie wir es eben schon besprochen haben, wo der Arzt sich seine Hilfe sucht, wo der Arzt sein Netzwerk hat, wo der Arzt anerkennt, dass er nicht alles weiß und die Behandlung auf Augenhöhe mit dem Patienten und dem Arzt abläuft. Okay, was bedeutet für dich selbst das Thema Gesundheit? Für mich selber bedeutet Gesundheit Energie. Also wann immer ich richtig gesund war, hatte ich Energie. Und meiner Meinung nach ist das die wertvollste Währung, die wir haben. Also es geht ganz, ganz oft darum, dass gesagt wird, okay, ja, oh, hätte ich bloß mehr Zeit. Aber Zeit ist absolut gar nichts wert, wenn wir ohne Energie in der Ecke rumlungern und vor uns hin vegetieren. Von daher ist Energie das Wichtigste, was wir im Leben haben, um unser Potenzial zu entfalten, um unser geistes Leben zu leben. Und Gesundheit ist für mich die Basis und setzt sich für mich zusammen aus Bewegung, Ernährung und Mindset. Welche Eigenschaft sollte der Arzt, die Ärztin aus deiner Sicht als Unternehmer oder Unternehmerin haben? Der Arzt oder die Ärztin sollte Spaß haben an dem, was sie macht. Und dadurch, dass dieser Spaß da ist, eine wertvolle Leistung erbringen. Und dieser Wert sollte natürlich auch dementsprechend vergütet werden. Und so ist das Ganze dann ein Beruf. Sehr schön. Vergütung ist auch ein wichtiges Thema für den Arzt. Da könnte ich mal einen eigenen Podcast drüber machen. Ja. Gibt es ein Buch, was dich besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat, das du empfehlen kannst? Oh Gott, Tausende. Von daher bin ich jetzt... Das Erste, was dir einfällt, kann auch ein Roman sein, ist egal. Alexi Pappas, das ist eine Olympionikin, eine Läuferin. Das ist ein Buch, das tatsächlich sich, ich möchte jetzt was Spezielles empfehlen, abhebt von all den anderen Büchern, die ich bislang gelesen habe. Und zwar schreibt sie ganz unverblümt und ganz ehrlich darüber, wie man eben seinen Träumen folgt und wie man aus Schicksalssituationen, ihre Mutter hat sich zum Beispiel umgebracht, das Beste macht und wie man sein Schicksal so umwandelt und akzeptiert, dass man ja ganz, ganz Großes erreichen kann. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr raw, sehr inspirierend und sehr nah. Vielleicht sage ich es auch nur, weil ich Läuferin bin, aber ich glaube, da kann jeder was davon mitnehmen. Das ist wirklich ein tolles, ehrliches Buch. Sehr schön, das sagst du auf jeden Fall, weil du Läuferin bist. Aber das ist ja auch so wertvoll deswegen, weil viele andere hätten es vielleicht sonst gar nicht gelesen oder diesen Hinweis gar nicht bekommen. Vielen Dank. Ja, die letzte Frage. Gibt es jemanden, mit dem du gerne eine Gemeinschaftspraxis gründen würdest? Ja, auf jeden Fall. Ganz, 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 ganz viele Leute. Wichtig wäre mir aber kein einzelnen Menschen jetzt hier zu nennen, sondern jeder hat meiner Meinung nach das Potenzial, eine Gemeinschaftspraxis mit mir zu gründen oder ich darf auch mit ihm das gerne machen, wenn der eben diese gleiche Vision teilt für die Medizin, wie ich sie gerade eben beschrieben habe. Okay, na dann gibt es wahrscheinlich jetzt ganz viele Anfragen. Ich überlege ja, gerade, ob ich doch ein Video draus machen, damit alle dich auch noch sehen können, wenn die Anfragen ja noch mehr kommen. Aber gut, wir werden das auf jeden Fall mal so hinnehmen. Ja, Charlotte, ganz lieben Dank, dass du dir heute Morgen die Zeit genommen hast, hier im Business Talk Podcast dabei zu sein, uns mal so ein bisschen von dir, von deinem Leben, von deinen Plänen zu berichten. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. War für mich sehr inspirierend. Für alle die dabei waren, zugehört und zugeschaut haben, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Denkt immer an eine Bewertung bei iTunes und YouTube, wo immer ihr uns auch hört und seht. Das ist ganz wichtig, damit wir auch nach fast 3 Jahren Business Talk Podcast jetzt
vielleicht immer noch mal ein bisschen uns in eine andere Richtung entwickeln können, wenn wir irgendwas anders machen können. Bleibt unternehmerisch. Ich wünsche euch eine tolle Woche und das letzte Wort hat wie immer mein Interviewgast. Ja, ganz genau. Wirklich krass, Olli, was du da auch in den letzten 3 Jahren auf die Beine gestellt hast. Und von daher, jeder kann, wie gesagt, alles schaffen, was er mag. Es sind mehr Leute daran gescheitert, dass sie Angst hatten zu scheitern, als dass sie wirklich gescheitert sind. Also genau, bleibt unternehmerisch und testet aus, was geht und glaubt an euch und bleibt gesund, aber macht auch was dafür. Vielen Dank, schöne Woche. Tschüss. Tschüss.